Ich bin voller Liebe und Erregung und Dankbarkeit und Champagner. Was Ina Müller hier zu feiern hat und warum das ulkige Spektakel anstrengender ist als Sex? Wir haben die Antworten. Es ist erst kurze Zeit her, als die Sängerin Mitte November 2020 ihr Instagram-Debüt gibt. Mit ihrer Show Inas Nacht mausert sich die 55-Jährige in den vergangenen Jahren zu einem echten Publikumsliebling. So offen und ehrlich sie im Schellfischposten mit ihren prominenten Gästen schnackt, so zögerlich geht sie in der Öffentlichkeit mit Details rund um ihr Privatleben um. Da freuen sich die Fans umso mehr, ihren TV-Liebling nun endlich auch in den sozialen Medien zu Gesicht zu bekommen. Dass sich ein regelmäßiger Besuch auf Inas Instagram-Profil durchaus lohnt, beweist ihr jüngstes Posting. Darin versucht sie sich gemeinsam mit einem Kollegen im Musikstudio an einer rhythmischen Stampf- und Klatschübung. Grund dafür ist der bahnbrechende Erfolg ihres neuen Albums 55. Nach nur 10 Wochen wird das nämlich mit Gold ausgezeichnet. Zur Feier des Tages dürfen ihre Fans an der humorvollen Darbietung teilhaben. Mit weißen Sneakern, Jogginghose und wilder Wuschelmähne, die sie auf dem Kopf in einem lockeren Dutt zusammengebunden hat, zeigt sie sich dabei im ungewohnten Lässig-Look. Auch ihre Aussage nach der Performance ist eher, naja, unkonventionell. So, oh Leute, das ist anstrengender als Sex. Typisch Ina, die nimmt eben kein Blatt vor den Mund. Ob auch Lebensgefährte Johannes Oerding über diese Aussage schmunzeln kann,